Ach Leute, mal kurz wieder 500 Euro sneaken. Das machen wir doch. Leute, wohin soll ich? Ich weiß, wo ich hingehe. Ah, ich bin ein bisschen zu früh rausgejumpt. Wir machen ganz geschmeidigen. Guck mal, SU geht wieder am Arsch der Welt hin. Weil er Angst hat zu verlieren. Ja, können wir machen, wer zuletzt die Stadt verlässt. Das können wir vielleicht am Sonntag machen. Aber jetzt müssen wir erstmal nochmal kurz gewinnen hier, Leute. Auf entspannt. Auf locker. So, wie Leute, wir haben gerade zwei Challenges für uns entschieden. Das waren zwei insane Challenges. Ja. Wir haben SU einfach vorgeführt. Das war halt das Ding gewesen, Leute. Das ist halt dieser Unterschied. Wir Bro, was hast du gerade gesagt? Ich lande irgendwo außerhalb? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ein bisschen über dich gelästert. Wie schlecht du bist. Er sagt, ich lande außerhalb. Ich habe ja, einfach nochmal Revue passieren lassen, wie ich dich gerade in zwei Challenges hintereinander nicht nur abgezogen habe, sondern zerstört habe. Und du hast gerade schon wieder einen Kill gemacht. Du hast gerade schon wieder einen Kill gemacht und das zählt nicht. Warum zählt das nicht? Bro, weil wir gesagt haben, nur mit der Waffe. Bro, es ist mir doch vollkommen egal. Ich kill die einfach so, weil ich hier den Loot haben will, Digga. Okay, jetzt werden hier neue Regeln auf einmal gemacht. Nein, die Kills zählen ja nicht fürs Enddingen. Babamäßig, Leute. Ey, der Junge ist Babamäßig. Also das ist echt, muss ich sagen. Hier, guck mal, jetzt werde ich hier einfach neue Regeln gemacht. Mann, 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 das ist ja eine sehr gute Challenge. Einfach nur eine Nervensäge bist du. Verstehst du das? Das meine ich halt, wenn man mit S irgendwie was aufnimmt, jedes Mal irgendwie neue Regeln. Ich habe doch gar nicht die Regeln geändert. Nichts. Guck mal, wie er sich jetzt aufregt, weil er sich ertappt fühlt. Nee, weil ich fast wegen dir verrückt bin, Bro. Ey, Gürk, was machst du denn hier? Oh, oh. Ich hoffe, die kommen nicht her. Lass mich in Ruhe! Ja, wenn du jetzt down bist, ist es vorbei, ne? Keine 5-Minuten-Regelung? Nee. Das ist also jetzt auch neu, ja? Dass wir plötzlich das ist nicht neu, das ist aber bei dieser Challenge, das muss vorher klar gemacht werden, wenn die 5-Minuten-Regel in Kraft tritt. Okay, Bro. Einverstanden. Und hier wurde nicht gesagt, dass die 5 Minuten. Guck mal, wo er landet. Sollen. Er sagt zu mir, ich wollte Craggy Cliffs gehen, Leute. Da sieht man halt wieder die Klasse von uns beiden. Ich wollte Craggy Cliffs gehen, er heult direkt rum, er landet außerhalb. Dann, ich entscheide mich trotzdem in die Mitte zu gehen, guck auf die Karte und sehe, der Schmutzberger ist irgendwo im Nirgendwo. Ey, ich bin bei Heumann und Rohrmann, also red nicht. Bro, du bist gleich Mr. Heulmann. Oh. Ach, Leute, das. Das machen wir doch wieder easy. Erst wir gleich down wieder. Ja, sehen wir gleich. Und wir haben die erste Waffe gefunden. Baba-mäßig. Bro, Baba-mäßig, sag ich ehrlich. Ich hätte easy einfach Craggy Cliffs gehen können, dort 5 Jahre farmen. Da hätte ich das Item bestimmt gefunden. Aber okay, dann machen wir das hier Hardcore-mäßig. Gar kein Problem. Dann entscheiden wir uns für die Hardcore-Variante. Na, ich weiß auch nicht. Damals warst du noch ziemlich cool, Digga. Damals warst du echt noch korrekt und so. Damals hatte ich noch Respekt vor dir. Und die nächste. Und jetzt werde ich mit der erstmal den ersten Kill machen. Ein Kill. Okay, mach deine Kills. Alles gut. Zweiter Kill. Ich kann mir schon vorstellen, dass du eh davor verrecken wirst. Und du weißt, wir dürfen uns gegenseitig die Items nehmen, ne? Na 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 nicht, du gewinnst doch nicht. Ich hab schon den ersten Kill mit der Waffe hier, kannst du gucken. Zack, zack, zack. Unbedingt. Erster Kill durch, Leute. Easy. Wo sind hier die Items? Schalalalala. Wo sind die? Und die zweite Waffe! Oh mein Gott, Leute! Markier doch, wenn du Eier hast. Trau dich. Hä, wo sind die Bots? Die kommen gerade nicht. Nee, nicht schlecht. Nicht schlecht, Stanislav. Das ist die zweite, ne? Stanislavs Kruse. Leute, haben wir wieder easy win. Easy. Easy. Noch unbedingt Schockwellengranaten. Das ist echt zu einfach gegen dich, ich sag dir ehrlich. Das ist dritte Challenge hintereinander gegen SU. Du hast doch noch gar nicht gewonnen, Bro. Gewonnen. Red erst, wenn du gewonnen hast. Dritte Challenge gegen SU, einfach win. Ja, okay.
Was drei hier Punkte. Heute drei, passiert, dann hast du halt 3 von 10 Runden gewonnen, Geschichte Bro. Eingehen. Er freut sich, weil er mal 3-mal gegen mich gewonnen hat von 10 Runden. Ist okay. Nee, das wird in die Geschichte eingehen, ehrlich. Bro, wie viel hast du schon gefunden? Sag mal. Ich rede nicht mit dir. Ich rede nicht mit dir. Sag mal bitte, wie viel Sniper. Nein, sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Leute, wir haben einfach schon 4 Snipers und 3 Kills. Oh mein Gott. Stani, kann ich dir mal eine Frage stellen? Nee. Doch. Lass mich raten, der Chat schreibt wieder, ich hab nur eine oder so. Nee. Ich wollte eine Frage von mir aus an dich stellen. Ja, was? Ganz easy peasy. Ich würde gerne wissen, wann du so ein riesen Lügner geworden bist. Früher warst du nicht so. Bro, guck doch mein Stream. Heutzutage lügst du nach jedem zweiten Satz. Der Weihnachtsmann hat mir hier auch was bereitgelegt. Baba-mäßig. Ey, Leute. Wisst ihr noch damals, da wusste man, wenn Stani was sagt, entspricht das der Wahrheit. Jetzt muss man halt immer überlegen und gucken, lügt er einen an? Ist das wahr? Also menschlich gesehen distanziere ich mich von so einem Verhalten. Weil sowas bin ich nicht gewohnt von dir. Und den nächsten Kill. Ja, kill so viele du willst, Bro. Kill so viele 3 du Kills willst. Mit der Sniper. Das bringt dir eh nichts, wenn ich eine Waffe mehr als du habe hab davon, dann Stück. Hast du eh verloren. Bro, woher willst du wissen, dass ich 5 habe? Ob ich nicht 5 habe? Vielleicht camp ich ja irgendwo. Wenn du 5 hast, fresse ich 3 Besen, Junge. 3 Besen willst du fressen? Ja, 3 Besen. Bro, nach der Aussage hättest du ja schon 5-mal einen Besen essen müssen. So oft, wie du eigentlich einen Besen essen müsstest. Schade. Schade, Marmelade. Stand die down. Challenge ist einfach zu einfach für mich, Bro. Also, ich weiß auch nicht, was ich von Lügner halte. Eigentlich mag ich Lügner nicht. Lügner sind ehrenlos. Und ich sollte mich echt von Lügner distanzieren. Wir finden geilen Loot, aber nicht diese Items. Oh, lecker Döner. Das ist ein Bot, Leute. Hallo. Unmöglich einfach. Unmöglich. Hey, ist das Item da oben? So, erst jetzt mal Retalk, wie viele Actiongewehre hast du? So sehen Sieger aus. Schalalalala. Lasst mich raten, Leute, es wird nicht mal 1. Immerhin lüge ich nicht wie du. Ich bin kein Lügenbaron wie Stani zu dem Grill. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich will einfach haben. Oh mein Gott, ey, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, was hier passiert. So, wann machen wir jetzt die Auswertung hier mit... dass du deine ganzen Waffen mal hinschmeißen kannst.
Hä, am Ende der Runde, Bro. Es wird nichts mit rausschmeißen. Ja, am Ende der Runde. Derjenige, der hier die meisten im Inventar hat. Ja, ich hab, doch, ich hab da schon drei, dann gib einfach auf. Und wenn du verreckst, dann musst du aufpassen. Wie, was wo du verreckst. Ach so, ich... Aha. Aha, jetzt muss ich auch noch jetzt neue Regeln schon wieder, Leute. Habt ihr gehört? Nein, Bro, das habe ich am Anfang gesagt. Das ist aber immer neue so gewesen, Regeln gerade schon wieder. Neue Regeln schon wieder. Guck mal, das finde ich halt schade, dass du immer sagst, neue Regeln. Boah, hat sie die Waffe oder was? Einfach, weil es neue Regeln sind, kriegst du Karma. So nehmen wir das ein. Nee, das habe ich echt in der Aufnahme am Anfang gesagt. Ja, ist okay. Musst du ja nicht rechtfertigen. Danke. Du hast ja bestimmt auch schon 6 Kills und 3 Waffen und alles, ne? Ich habe gerade 8 Kills. Stark. Wie viele Waffen hast du denn? Das sag ich dir nicht. Das ist stark, Leute. Macht Spaß, die Challenge. Hast echt eine geile Challenge ausgewählt, muss ich sagen. Hä, die Challenge ist für mich echt cool. Ja. Finde ich geil, Bro. Wirklich. Einfach das S wieder nicht kriegt, Leute. So, dann werde ich jetzt noch mal Richtung Loot Drop gehen. Vielleicht haben wir dann ja noch mal Glück. Ja, kannst du gerne haben. Guck mal, was da rauskommt. Kannst du gerne haben. Guck mal, was da rauskommt. SU, kannst du dich mal kurz... Ich will mir was zeigen, kurz. Zeig mal, Bleib mal Bro. Kurz da hinten stehen. Ja. Warte. Hat er Angst bekommen? Ja, noch ist die Runde nicht vorbei. Noch ist die Runde nicht vorbei. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Noch ist die Runde nicht vorbei. Kannst du mir einen Sniper Moon geben, Digga? Hier. Aber du wirst ja keine Sniper gefunden haben. Ich hab die gedroppt. Oh, Ehre. Oha. Ja, auf Ehre. Ich droppe dir auch eine. SU, guck mal. Zeig mal nochmal. Zeig mal. Okay, komm her, ich zeig dir, komm her, ich zeig dir. Hier. Guck mal, wie der spielt. Guck mal, was der macht. Nein, die sind nicht mal im Team. Die sind nicht mal im Team. Bro, wie fühlt sich das an? Die dritte Challenge voll. Du hast halt 1000 Euro Minus gemacht. Bro, du hast halt deine ganze es YouTube. Sich echt deine ganze YouTube-Einnahmen gehen diesen Monat an mich. Ey, das ist zu heftig, Leute. Einfach SEO um den ganzen Monat YouTube-Einnahmen erleichtert. Guck mal, was das auch für ein Bob ist, Digga. Oh Mann. Letzter Kill dürfte nur mit den neuen Waffen gemacht werden. Ah, du hast ja keine. Ich kill ihn eh nicht, Digga. Weiß gar nicht, dafür bin ich kein Glück hab heute und nichts finde, Digga. GG.